Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochspiel. Mittwoch ist. Ja, ich glaube, die Kamera ist viel zu weit oben. Jetzt passt's. Gut. Bei mir ist Mittwoch. Wir haben heute tatsächlich bei mir Donnerstag, den, ich glaube, 19. Jetzt wartet mal. Wir haben den 19. Ja, der morgen ist der 20. Darauf, den Tag warte ich gerade sehnsüchtig. Oh, ich habe was bei Amazon bestellt, bei Medimops, das hat nicht funktioniert. Und die haben keine Sendeverfolgungsnummer bei dem Paket, nee, bei dem Brief. Und jetzt ist der Brief verschwunden. Und jetzt darf ich erst morgen reklamieren, weil es dann die 20 Tage Auslieferungszeit von der Post überschritten sind. Gut, das dazu. Ja, ich wollte euch erzählen, so ein bisschen, wie ich jetzt gerade zur Zeit zum Coronavirus stehe oder was ich da diesbezüglich so für einen Eindruck habe und was ich bemerkt habe schon. Also, ich habe euch ja im letzten Video erzählt, dass mich die Medienberichterstattung sehr aufregt und es ist immer noch der Fall. Es hat sich nicht geändert. Aber was ich auch sagen muss, ist so, in der Welt merke ich eine Veränderung. Also bis vor ein paar Monaten war es noch total das große Ding, wen du wählst, wo du herkommst, dass du warst dir irgendwie der Nächste. Und jetzt zur Zeit, muss ich sagen, bin ich total begeistert, weil es einfach so einen total neuen Zusammenhalt auch gibt und weil irgendwie auch so eine gewisse Ruhe irgendwie in der Welt ist. Also dadurch, dass die ganzen Läden zu sind und dass viele Leute einfach auch mal frei haben, muss ich sagen, hat sich eine gewisse entspannte Ruhe entwickelt, finde ich zumindest. Also, naja, entspannt klingt ein bisschen blöd, weil immer noch alle total panisch sind, aber so, für mich ist es so, dass ich gerade zu meiner Mutter, habe ich erst gestern gesagt, Mama, haben wir Wochenende, es ist so ruhig. Und ich habe nicht glauben können, dass es wirklich ruhig ist unter der Woche, weil wir leben ja tendenziell in einer relativ lauten Gegend und es war echt nichts zu hören. Und das hat mich irgendwie total fasziniert so. Und es war auch so, dass es für mich etwas Schönes war, so diese. Ja, diese Entschleunigung. Ich muss sagen, ich merke es an solchen Sachen wie meine Zweitmutter hat zum Beispielsweise, die ich übrigens Mutti nenne, die hat seit heute hat sie, ist sie freigestellt von der Arbeit und hat frei. Und mein Vater, der ist jetzt auch offiziell freigestellt, also der muss jetzt auch nicht zur Arbeit gehen. Was spannend wird, ist, ob er mit seinem Rheuma, also er hat eine Kur beantragt wegen Rheuma und ob er da jetzt hin kann, das ist die andere Frage. Also meine Mutter und ich, wir sind gespannt, wer am Dienstag soll es sein und mal schauen. Also ich glaube persönlich gesagt eher nicht, dass er zu dieser Kur fährt. Entschuldigt, ich habe mir gestern erst die Haare gewaschen und fühlen die sich komisch an. Ja, ich habe hier so das Gefühl, dass hier so voll der Zacken ist. Ja, auf jeden Fall, was ich auch sagen kann, ist, ja gut, bei uns ist das jetzt gerade nicht zu treffen, weil wir haben eine Baustelle direkt vorm Schlafzimmerfenster. Aber wenn die nicht ist, ist es total still. Und auch nachts, man merkt irgendwie gar nichts mehr. Also es ist nicht mehr so, dass da früher war so was, dass man die Diskotheken und die Bars und alles gehört hat. Und jetzt gerade ist so eine Ruhe. Und was ich natürlich, mal abgesehen von der Ruhe, total toll finde, ist, es gibt kein Händeschütteln mehr. Also es ist jetzt auch gerade, keiner möchte dir die Hand schütteln. Und was ich natürlich auch gut finde für mich persönlich ist, es ist einfach auch gerade ein Zusammenhalt da, weil Leute helfen Leuten. Also meine Großeltern haben vor kurzem, ist bei denen in die Nachbarschaft ein junges Ehepaar eingezogen und die haben bei meinen Großeltern geklingelt und gesagt, wenn die etwas brauchen oder wenn sie irgendwas haben, sollen sie sich doch bitte bei ihnen melden und die würden für meine Großeltern einkaufen gehen. Und das fand ich so toll, dass die angeboten haben, um meine Großeltern zu schützen, dass sie da helfen würden. Und ja, das finde ich einfach. Dieser neue, über alles hinweggehende, ja, Zusammenhalt, der ist einfach auch was Schönes ist.
Und ich muss sagen, ich sage immer zu meiner Mom und sie zu mir, ich bin mal gespannt, wie man den Coronavirus in so 1, 2 Monaten sieht oder wie man da dann, wenn er weg, also wenn er nicht mehr so akut ist, wie man es dann betrachtet, ob dann Leute sagen, das hat ja doch auch was Vorteilhaftes gehabt oder ob die Welt dann tatsächlich entschleunigter ist oder ob das was für die Umwelt tut, das ist ja auch noch so eine Frage. Jetzt, wo viele Geschäfte zumachen, ist ja auch, könnte es auch einen guten und positiven, eine gute und positive Auswirkung auf die Umwelt haben. Und ich bin einfach gespannt. Ich bin da sehr gespannt. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Oder eine E-Mail an die bell.readmeoutlook.com. Ich hoffe dennoch, dass bald es einen Impfstoff gibt, weil ich bin umgeben von Leuten, die Risikopatienten sind und ich möchte irgendwie nicht, dass die sich anstecken. Und es wäre dann nicht schlecht, wenn die sich impfen lassen würden oder impfen lassen können. Ja, das war alles, was ich dazu zu sagen habe. Wir sehen uns beim nächsten Video dann wieder. Tschüss!